Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Spielerkarrieremodus. Heute geht's weiter mit der nächsten Partie gegen Morkamp. Gehen die Männer mit der Auster, beziehungsweise mit. Naja, was ist es eigentlich? Ist es ein Schrimp? Eigentlich eher nicht, glaube ich. Es ist, glaube ich, eine Auster. Eigentlich ist es einfach ein Krebs. Es ist einfach ein Krebs. Es ist sowieso alles Krebsgetier. Wir sind immer noch auf Platz 1 mit 15 Punkten aus 6 Spielen. Wir haben letzte Partie gewonnen, soweit ich mich erinnern kann. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Doch, durch mein Tor, genau nach 2 Minuten oder so mit dem Kopfball. War das erste Tor im ersten Spiel, aber ansonsten war die Leistung nicht so pralle. Muss noch besser werden. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, es nervt mich ein bisschen, dass ich, nur eine 6er-Bewertung bekommen habe. Ja, das hätte eigentlich besser sein können, sollen, dürfen, müssen, weil ich deutlich der beste Spieler auf dem Platz war. Das sah aber das Spiel nicht so, das sah es anders. Und von daher bin ich weiterhin bei diesen Stats stehen geblieben, die nicht so unfassbar schlecht sind, aber auch nicht gerade gut. Also da muss ich noch einiges dran tun, aber das wird sich jetzt auch, denn wir gehen gleich mal in die nächste Partie. Aber mittlerweile 2 Sterne-Skills, 1 Sterne, schwacher Fuß. Klasse, das bin echt nicht ich. Aber egal, gut, wir gehen in die Partie und dann melden wir uns gleich wieder mit der ersten Chance. Aber vorher die Trikot, weil natürlich noch, wir spielen Auswärtstrikots, Morkamp in Heim, oder spielen wir auch in Heim-Trikots. Ja, das ist besser zu unterscheiden. Gut, bewölkt an der Crown Lane, beziehungsweise im Stadion von Morkamp. Ramsey Dole ist der Schiedsrichter. Dann schauen wir mal rein. Ja, wenn man direkt wieder versucht, einen Spieler zu wechseln und es einfach nicht funktioniert, ne? Ja, 5,7, Dankeschön. Was habe ich denn gemacht? Ey, ohne dass ich was machen konnte, ist meine Wertung schon auf 5,5 gefallen und dann kommt so eine Klärungsaktion. Mein Team ist so unfassbar inkompetent. Eieieiei. Ganz ehrlich, ich möchte Kenan Karaman zurück. Ich möchte zurück nach Hannover. Ey, das ist doch unfassbar. Ach du Scheiße, ey. Wie kann man denn so schlecht sein? Jetzt mal ganz ehrlich. Verstehe ich nicht. Ich meine, unser Trainer hat uns noch einer Minute auf defensiv gestellt. Und da stehen 3 Spieler bei dem. Und Jack Sampson macht ihn trotzdem rein. Erste Chance. Erster Schuss, aber am Tor vorbei. Trotzdem zumindest mal eine Aktion. Na, ist er jetzt verletzt? Hoffentlich nicht. Ne, sieht nicht so aus. Gut. Oh, wir gehen auch. Ich bin der Einzige, der hier ackert vorne. Wir sind übrigens auch ausgeglichen zurückgegangen. Klasse. Das heißt, wir sind jetzt fast minimal offensiv. Schöner Pass oder auch nicht. Ah, das war wieder der ominöse 1-Sterne-Weakfoot. Es ist zu Mäusemelken. Guckt euch an, wie die einfach. Der greift keiner an. Da hat keiner Bock mal drauf. Oh, oh, oh. Ja, nee, doch nicht. War ja klar, dass der Ball wieder bei Samson landen würde. Eieiei, wenn der Stürmer mit zurückeilen muss, um irgendwie mal defensiv was auf die Kette zu kriegen, ne? Eieiei. So, da bin ich. Zack. Und die Ballrolle, Jackpack, wunderbar gemacht. Und der Pass. Jetzt weiter. Kenyon, nee, das ist nicht Kenyon. Oh, was war das denn? Was mit Hacke gespielt? Gibt's ja gar nicht. Ja, das war, nein, jetzt spielt bloß nicht zu mir. Oh, das könnte ja was werden. Nein, nein, das gibt's nicht. Den mache ich daneben. Den mache ich daneben. Den hätte ich ja sogar in Realität reingemacht. Das war schwerer, den daneben zu machen als rein. Oh Mann. Die Flanke auf den zweiten Pfosten, oder da beschäftige ich mich mehr, den Gegner wegzudrängen, als irgendwie was anderes zu machen. Aber jetzt schön durch die Beine gelassen, in den 16er gegangen. Wunderbar, schnell genug ist ich. Ich wollte sagen, schnell genug ist ich, aber das ist egal. 1:1 mit der Nummer 14 MGT. Natürlich im zweiten Spiel das zweite Tor durch die Beine gelassen und dann hat er keine Probleme. Natürlich ein unfassbar schlechter Torwart, aber unser Torwart ist auch nicht unbedingt besser. Und es muss eine Einzelleistung sein in diesem Spiel. Aber gut, 7,5. Wow, wieder mal ein Top-Rating nach meinem Tor. Und wir gehen wieder auf Defensiv. Was hat unser Trainer denn für ein Problem? Klasse vorbei am Gegner. Oh, oh, 3 Sterne Skills. Sehr gut, muss ich gleich einsetzen. So, Ball erobert. Ah, klasse gemacht. So, die Frage ist jetzt Flanke oder Skill? Flanke. Ja, war eine schlechte Idee. War nämlich scheiße. Aber egal, wir haben 3 Sterne Skills. Perfekt. Halbzeit im, wie ist das Stadion nochmal? Ich hab vergessen, wie das Stadion heißt. Ich wollte Camp Nou sagen, aber das ist nicht ganz richtig. In diesem Arbeiterstadion auf jeden Fall. 1-1, mein Team ist unfassbar schlecht. Allerdings haben wir jetzt gleich eine Skills. Ich habe Hoffnung für die zweite Halbzeit. Mal sehen, wie es laufen wird. Sams mit der frühen Führung, wieder mit dem Ausgleich. Mal sehen.
Oh Gott, that first touch. Egal, haben noch den Ball. Nochmal zurück, nochmal zurück. Wunderbar, Roulette. Klasse in 16er gezogen. Ah, da wollte ich einen Elfmeter haben. Schade auch. Egal, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Mit links, der Schuss mit links. Er macht ihn mit rechts. Warum? Ich meine, ich habe einen Stern Weak Foot. Wie soll ich den denn verbessern, wenn er nicht damit schießt? Oh Mann. Ganz kurz einmal für die Galerie. Ich habe eine 9er Bewertung. Ne? Mal sehen, wie lange sich die noch so halten würde. Ich denke ja nicht mehr so lange, weil ich ja vorne keine Bälle bekomme. Weil wir jetzt plötzlich wieder ausgekontert werden. Naja, was heißt ausgekontert? Die sind ja auch nicht sonderlich schnell, aber trotzdem. Sowas kommt dann halt zustande. Und dann kommt Barkhuizen, mittlerweile eingewechselt für Samson. Ah, oh, Fleming, der wird nicht angegriffen. Wieso auch? Drin? Nee, doch nicht. Okay, war weit vorbei. Gut. Die Balleroberung im Mittelfeld. Ich hab doch Vorteil, du Nasenbär. Und dann steht er ja defensiv. Oh, dieser Trainer, ne? Ist ja auch ein unfähiger Sack. Oh, ich wäre zum Ball gegangen. Hm. Obwohl ich nichts gemacht habe, nichts falsch gemacht. 8,4. Ey, jetzt gehen die in Dreier Schritten wieder runter, die Säcke. 8,2. Mann. Ey, Mann. Weißt du, da kommt der Ball 20 Meter zu hoch und ich bin wieder auf 7,6. Was mache ich denn falsch? Dieses Bewertungssystem ist der letzte Rotz. Was soll ich denn machen, wenn mein Team komplett inkompetent ist, Mann? Wie soll ich da denn eine 9er Bewertung schaffen? Das ist so lächerlich. Weißt du, ich bin auf einer 9er Bewertung und dann geht's plötzlich runter auf 7,6 ohne Sinn. 7,5, obwohl ich ein Pass spiele, der ankommt. Das ist so lächerlich, ganz ehrlich. Da denkst du dir so, okay, was ist denn mit dem Spielerkarrieremodus? Warum machen die denn so eine Scheiße da? Das ist doch voll behindert. So, jetzt kommt er hier, aber ich kann wieder nicht schießen, weil ich ja nicht mit links schießen darf, weil mein Spieler immer mit rechts schießen möchte. Oh, das war ja fast nochmal eine Chance, gibt's ja gar nicht. Flanke und, viel zu weit. Jetzt bin ich wieder runter. Ey, das ist so lächerlich. Oh, Rooney, ey, das ist auch echt ein Rooney. Keine Ballkontrolle, gibt's gar nicht. So, komm. Ja, warum denn auf mich? Ich stehe im 16er, Mensch. Wie soll ich denn da einen Ball kontrollieren? Oh. Ja. Geh doch noch weiter runter. Meine Fresse nochmal. Leck mich am Arsch, du dreckiges Scheißbewertungssystem. Ganz ehrlich. Jo, genau. Was ist denn mit meinem Team los? Ey, 96, bitte holt mich zurück, bitte. Ich bin auch brav und artig und sitze auf der Bank. 7,1, ey. Ohne Sinn. Das kotzt mich so an, ne? Ganz ehrlich. Obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Gar nichts. Ja, Spiel ist vorbei. 6er Bewertung, Alter. Ist doch für den Arsch. Ganz ehrlich, oh, wir haben die 7,0. Klasse, super, heftig. Einziger Spieler, der hier irgendwas geschissen bekommt. Und trotzdem kriegt Samson eine bessere Bewertung und der wurde ausgewechselt. Oh, guck mal, das ist so lächerlich, ne? Wie viel ist der gelaufen? 5 Meter? Ich werde nicht glücklich in diesem Club, ich sag's euch. Egal, so, nächste, ich weiß, ihr mögt's wahrscheinlich nicht, wenn ich hier so rumrede und so mich darüber aufrege, aber das ist einfach nervig. Und ich stehe wahrscheinlich nicht in der Startelf. Gott sei Dank, ey. Da bin ich auch froh drüber gegen Tranmere. Vielleicht kann man einen Sieg einfahren. Das wäre überraschend mit Ruddock und Banzu, weißt du? Wird eh nix, ganz ehrlich. Bei unserer Defensive, bei unserem unfähigen Trainer, noch nie so einen unfähigen Menschen erlebt, ne? Stellt die ganze Zeit auf Defensive. Ja, 2-0 Niederlage, das auch vollkommen zurecht, weißt du? Der Star spielt nicht, kann man doch nichts anderes erwarten. So, ich habe jetzt schon Ambitionen, merkt er selber, ne? 2 Tore bisher, keine Torvorlage, aber wie auch? Ah, der Einzige, der trifft, so. Startelf, nächstes Spiel York City, machen wir auch noch in dieser Episode. So, wir sind in der ersten Szene und bis gleich. Und wieder defensiv dieser Trainer. Ne, wir sind Tabellenführer, ich weiß nicht, ob wir Tabellenführer noch sind, haben wir auf die Bälle geguckt, ne? Aber wir waren Tabellenführer, ne, und wir spielen auf defensiv gegen Yorkshire, oder wie die heißen. Oder York City, wahrscheinlich immer Yorkshire. Nein, bis gerade waren es 100% Ballbesitz für York. Mittlerweile, ja, verliere ich wieder den Ball, weil ich gefordert. Egal. Na, oh Mann, warum habe ich so eine schlechte Ballkontrolle? Das ist so unrealistisch, ne? Es würde kein Spieler so schlecht spielen. Das ist doch nicht normal! Ah, oh, dieses Spiel, ne? Jetzt fuckt's schon ohne Ultimate Team ab. Wow. Wow. Wow, wie waren die Tabellenführer? Wie waren die Tabellenführer, ganz ehrlich? Das ist so grauenhaft, was sie spielen. Der Trainer entscheidet sich die ganze Zeit zwischen ausgeglichen und defensiv und hinten ist nix und vorne auch erst recht nicht. Oh, Gottes Willen, ey. Und der Ey, wenn der Torwart rauskommt, muss er ihn festhalten, ne? Und dann
Ah, stehen da vier Leute im 16er ohne irgendeinen Sinn. Alter Lachs, gib mir den Ball zurück, aber sofort. Kriegst ja eh nichts geschissen damit. War ja kein Handspiel, ne? Nee, nee. Oh, jetzt die Balleroberung in der gegnerischen Hälfte, im gegnerischen 16er quasi schon. Oh, dann... Alter, da war es... Die schlechtesten Ballannahmen, die es jemals gegeben hat. Ich wäre auf dem Platz echt so ein Kevin De Bruyne. Wenn mir nichts, wenn nichts passieren würde oder so ein Husti, weißt du? Wenn mir nichts gefallen würde, würde ich einfach ausrasten. Würde ich einfach richtig sauer sein, ganz ehrlich. Vor allem mit so inkompetenten Mitspielern. Elfmeter. Oh, das war kein Elfmeter. Aber ist mir vollkommen egal. Alter, was ist es ja? Mit der Ballrolle in den 16er und dann falle ich einfach. In bester Robben-Manier. Hab ja gesagt, ich werde der nächste Robben. Und ich darf ihn sogar schießen anscheinend. Und ich mache einen Moonwalk. So ein Mannlauf. Ja, klasse. Und jetzt drehe ich mich weg. Hey. Egal, mach jetzt rein. Hier, alte MGT-Regel. Links oben Mitte. Drin, jawohl. Drittes Tor im dritten Spiel. Baduz. Naja, die unfähigen Teamkollegen irgendwie hier gerechtfertigt. Das ist echt schrecklich, ne? Die greifen, der Defensive, ne? Die stehen 5 Meter entfernt und gucken zu. Die greifen nicht an. Das ist richtig schrecklich. Vor allem, die muss ja tatenlos zugucken, weil ich bin Stürmer und ich kann nicht meine ganze Ausdauer darauf verschwenden. Und sofort wieder gehen wir auf Defensiv, weil wir natürlich ein Tor geschossen haben. Wir müssen unentschieden halten als Tabellenführer, als angeblicher Aufstiegsaspirant, bei dem ich 15 Saisontore schießen soll. Wenn niemand anders trifft, dann wird das vielleicht realistisch sein. Balleroberung, Balleroberung in 16er, in 16er, in 16er, der Schuss mit rechts, Tor! Da ist der Doppelpack, der erste, jawohl. Und wer hat wieder alleine gemacht? Natürlich, ich. Es klingt jetzt schon arrogant, ne, ich bin in Realität natürlich nicht so arrogant, ja, aber in dem Spiel, ganz ehrlich, es ist einfach so, ich bin bei weitem der beste Spieler im Kader, bin irgendwie auch der Einzige, der ansatzweise irgendwas kann. Und deswegen, da muss man arrogant sein, da muss man auch ganz ehrlich sagen, ich will zurück nach Hannover. Immerhin können sie einigermaßen Pässe spielen. Das ist ja schon mal ganz okay. Da wäre der Hattrick gewesen. Die Chance war da, die Chance wurde vergeben, aber besser als abzugeben. Halleluja, jetzt der Pass in die Mitte. Unverletzt, unverletzt im Kopfballduell. Natürlich, wenn es gerade mal läuft, ist man verletzt am Knie im Kopfballduell. Ja, natürlich. Klasse, geil. Warten wir auf unsere Aufwechslung? Ich würde sagen, ja. Wie es dir aber auch einfach nicht juckt, ne? Wie einfach weiterspielen. Da liegt ein Spieler verletzt am Boden. Ach, ist ja vollkommen egal. Fairplay gibt's nicht. Ich kann mich übrigens wieder bewegen. Bin auf eine 9er Bewertung gestiegen. Und das bestimmt wieder nur, um mich zu provozieren, weil ich gleich sowieso wieder auf eine 8,2 gehe und dann plötzlich auf eine 6,0. So wird's nämlich laufen, ich sag's euch. Alter. Alter, unser Torwart ist eine Graupe. Das gibt es nicht. Du schießt 2 Tore, es bringt dir gar nichts. Ah. Ja, klasse. Verlier den Ball nach dem Anstoß. Renn in den Gegner rein, ey. Das gibt es echt nicht. Jetzt die Chance, vielleicht eine Vorlage zu machen. Das wäre es ja schon. Natürlich nicht. Aber die Flanke an sich war nicht schlecht. Zumindest in die Mitte gekommen. Was ich alles für eine Auswechslung geben würde, damit ich das Rating halte. Aber das wird sowieso nicht passieren. Ich werde jetzt in den nächsten Minuten noch um mindestens 3 Punkte fallen. Ey, um sie auf 7,4 oder sowas wieder. Außerdem an Hedrick. Es geht los. Nein. Wechsel mich aus, bitte. Ich hab keine Energie mehr. Ich bin verletzt. Ja, um 6. Um 0,6. Nochmal um 0,3. Ey, Mann. Komm. No, er tritt wieder daneben.
ich hab's euch gesagt, ne? Ich acker hier, guck mal, ich hab keinen Fitnessbalken mehr und trotzdem geht meine Bewertung von 9,4 noch auf 8,2 ohne Sinn runter. Das ist sowas von behindert, das ist auch so ungerechtfertigt einfach, ne? Ja, Spieler des Tages juckt mich nicht. 8,2, weißt du? Am Arsch 8,2. Hier, nix. 6,4. Der Beste außer mir, Mann. Ey, das ist echt behindert. Oh Gott. Egal. Ach nee, wir haben ja unentschieden gespielt auch noch. Ne? Wir gewinnen ja nicht mal mehr. So weit ist ja mittlerweile schon gekommen. Auf 66 bin ich gestiegen. Balltechnik hoch. Klasse. Aber meine Durchschnittsbewertung ist jetzt plötzlich nur bei 7, oder was? Ich dachte, ich sollte 9 machen. Ne, 7,2. Hä? Naja. Prognose 20. Ich soll 18 Tore schießen, ey. Bah, ist das ekelhaft. Wie sieht es eigentlich momentan so aus mit der Torschützenliste? Ich meine, normalerweise müsste die nach 9 Spielen... Ich bin auf Platz 2. Ich habe 3 Spiele gemacht, bin auf Platz 2. Da siehst du, was das in der Liga für ein Standard ist. Ja, und unser Keeper hatte da schon mal ein Spiel zu 0. 1, 1. Ich sehe keins. Also, Luton Town. Doch, was? 4? 4? Ihr habt den Torwart gerade gesehen, ne? Also, das ist ja. Naja, egal. Wir simulieren schon mal vor zum nächsten Spiel. Das wird erst spät sein. Erstmal, ja, hier. Das, genau, da war die durchschnittliche Bewertung von 9. Total lächerlich. Total lächerlich. Durchschnittliche Bewertung von 9, ey. Weißt du, ich kann nichts machen dagegen, dass mein Team so schlecht ist. Wir spielen gegen Wimbledon. Wir spielen gegen Akina Fenua. In der nächsten Episode. Da freue ich mich drauf. Das wird cool. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode auch wieder gegen den AFC Wimbledon. 6,0 erwartet er nur. Ah ja, okay. Ein Tor möchte er nur sehen. Das dürfte er erreichen. Torversuchquote und eine Torvorlage. Also das sind eigentlich Ziele, die ich ersetzen sollte und die ich auch ausfüllen sollte. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn ich die erfüllen werde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.